Genau. So, dass Gitter zu Gitter passt. So, 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 so. Na, das wird doch schon. Das sieht doch schon fast gut aus. Pöp, pöp. Oh. So. Perfekt. Ja, und dann kann man das doch hier so ein bisschen... Weißt du? Möp, 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 möp. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich vorhab. Gleich vorweg. Also... Das kann doch durchaus sein, dass wir uns damit alles zerstören, aber hey, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Es trifft sich natürlich gut, dass es dunkel ist. Wie lange ist es denn noch dunkel? Ah, das ist noch eine ganze Weile dunkel. So, wir haben natürlich zu viel Eisengitter geholt, aber die Gitter, die werden wir in jedem Falle noch irgendwann einsetzen. Kriege ich jetzt aber auch nirgends unter. Dann packen wir sie erstmal damit hin. Ich brauche Eimer, möglichst leere. Wie viele leere Eimer haben wir denn? 3. Ich brauche aber 4. Infolgedessen werden wir jetzt hier noch einen auskippen müssen. So. Die kippt man dann einfach hier mit rein. Pop. Pop. Fertig. Was soll ich denn mit dem zerranzten Bogen hier, hä? Ich glaub's hackt. So, dann gehen wir mal kurz in den Nether und holen uns ein bisschen Lava. Sofern wir hier eben auf die Schnelle was finden. Ich meine, hier unten drunter ist ja was, aber bis wir da unten angekommen sind, ist wahrscheinlich aller Tage Abend. Willkommen in der Hölle. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier einen Lava-Source-Block kriegen, den wir abzapfen können. Aua. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Mahlzeit. Ich brauche einen Lava-Source-Block. Wo kriegen wir den her? Oder komme ich von hier aus da irgendwie ran? Natürlich nicht. Weißt du was?
Das machen wir anders. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht in der Oberwelt auch noch irgendwas. Dann renne ich jetzt hier nicht irgendwie mit KST-Beats und Flammen durch die Hölle, sondern wir gehen einfach mal in die Höhle unterm Haus. Da müsste doch eigentlich auch noch was drin sein. Dann machen wir das eben so rum. Das ist mir dann relativ wurst. Natürlich, kaum dass wir da nicht gewesen sind, auf dem Weg zurück haben wir im Haus die Viecher rumlaufen. Oder auf dem Haus. Das ist mir relativ egal dann. Ja, diesmal sind sie im Haus. Auf dem Haus. Verfolgst du mich? Na dann komm. Komm. Mep. Aua. Da ist doch Lava. Und hier ist irgendwo ein Schleim. Da ist er. Hi. Da ist der nächste. Wie kommen wir denn hier runter? Gar nicht. Wow. Wir hatten doch hier unten eine Lavaquelle. Die haben wir doch schon tausendmal angezapft. Allein für die Lava-Lightspots auf dem Weg. Ah, hier. Sag ich doch, wir hatten hier was. So, dann nehmen wir doch die. Was soll denn das? Zack, hoch da. Da lang. Ich sehe gerade, dass es wieder hell geworden ist. Ich hoffe nicht, dass es regnet. Und nochmal bitte. So, genau. Wir gehen einfach mal nicht besoffen die Leiter hoch. Wir versuchen es in nüchternem Zustand. Ist natürlich doof, dass es jetzt wieder hell ist. Weil eine Beleuchtung kommt ja immer nur dann zur Geltung, wenn es nicht hell ist. So, und da oben machen wir dann halt. Bevor wir da irgendwas machen, nehme ich erstmal direkt Glas mit. Weil das Sinn macht. Pöp. Da war das Glas. Pöp, 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 pöp. Sicherheitshalber. Und dann gucken wir mal, ob das für uns Sinn macht. So. Packen wir hier gleich mal Glas oben dran. Also schlecht aussehen tut's ja schon mal gut. So,
Und hier siehst du es gleich, wie sich es dann langsam erhält. Siehst du? So, dann läuft das nämlich hier runter. Und schon hast du es hell, weißt du? Und brauchst nicht überall Fackeln hinsetzen. Jetzt können wir hier die Fackeln, könnten wir jetzt theoretisch abnehmen. So. Und hätten trotzdem noch genug Licht. So. So, und der Aufbau hieße ja theoretisch, oder der Aufbau würde theoretisch heißen, dass wir jetzt hier noch Glas hinsetzen. Wir haben ja genug Glas mitgenommen. So, und dann sieht das so aus. So, und dann machen wir uns hier vorne auch nochmal einen hin. So, dann haben wir hier zwei Reihen Glas, die nach außen gucken. Und auf der dritten Reihe Glas setzen wir dann Zäune. So. Jetzt bloß nicht von der Tastatur abrutschen, weil sonst legen wir uns barbarisch aufs Maul. So. So, hier fehlt er noch. Fertig. Und dann so in der Höhe oben noch ein Glasdach oder ein Standarddach drüber gemacht. Und dann müsste das gehen. So, brennt hier irgendwas, weil ist ja Lava und Holz und so. Das verträgt sich ja nicht so gut. Ne, hier brennt nichts, das ist schon mal gut so. So, das erste Fenster würde ich dann hier reinhauen. Pop, 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 pop. Und das nächste dann hier. Pop, pop. Next. Fup, 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 fup. Zing, 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 zing. Wunderbar. Oh. Es war jetzt besonders clever, was du da gemacht hast. Web, web. Tun wir das Glas da mal wieder hin. Punk, punk.